Mit den Balance Changes in der Clanstadt hat sich natürlich das komplette System in der Clanstadt verändert. Und ich zeige euch jetzt die beste Angriffsstrategie, die jeder von euch nutzen kann und wie man fast jedes Bezirk in 2 Angriffen auf 3 Sterne bekommt. Und zwar ist die Rede natürlich von den absolut insane overpowerten Superdrachen. Und ich hoffe einfach, dass Supercell das möglichst schnell hotfix, denn die haben insgesamt 700 HP dazu bekommen. Das Ganze ist einfach das Doppelte, was Päcker an Leben mit dazu bekommen haben. Das ist so ein großer Buff und macht für mich auch wirklich überhaupt keinen Sinn, warum Supercell dort einfach eine Truppe so stark überpowert, dass man sich einfach fragt, so, ja, was zum Teufel soll das? Das Ganze war auch tatsächlich mein Feedback an Supercell selbst. Ich fand diese Truppe von Anfang an viel zu stark. Sie haben es dabei gelassen. Und das bedeutet, wir können jetzt hier mit dieser Angriffsstrategie alles auseinandernehmen. Ich würde hier zum Beispiel einmal euch die, das Ganze zeigen. Auf ein 9,5k im Max Drachenklippen Posten, Bezirk. Sprachen lernen, Bubble. Das Ganze hat hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Drachen. Und wir haben es trotzdem geschafft, das Ganze auf 3 Sterne zu bringen. Ich glaube, das zeigt ein bisschen, wie wirklich OP diese Angriffsstrategie ist. Und vor allem mit den Luftskelett und den Skelettfässern kann man eben die Superdrachen wunderbar kombinieren. Genauso natürlich auch mit den Rocketballons. Das heißt, wir nutzen hier immer die Skelettzauber dafür aus, um hier die gegnerischen Drachen abzulenken. Die greifen natürlich jetzt mit dieser 1-Sekunden-Delay-Verzögerung deutlich langsamer an. Und ich habe euch gesagt, das wird einfach die Drachenklippen so viel einfacher machen, als es vorher der Fall ist. Jetzt snipen wir hier nochmal die letzte Luftabwehr raus. Und jetzt haben wir hier nur noch 1, 2, 3, 4 Drachen übrig. Und die werden jetzt hier tatsächlich alles hinten raus finishen, damit wir hier die 3 Sterne bekommen. Und ja, das ist einfach oder zeigt für mich, wie stark diese Angriffsstrategie ist. Ich habe bis dato, mein voriger Rekord war, glaube ich, 9200. Also direkt einmal das Ganze mit einer neuen Taktik. Nicht viel Planungszeit, direkt einen neuen Rekord aufgestellt. Und wir gehen auch gleich nochmal zu dem Top 1 Clan aktuell, zu Splashers, und gucken uns dort auch nochmal an, mit was für einer Armee sie denn die Superdrachen benutzen und warum diese Truppe einfach wirklich so stark ist gegen Max-Bezirke. Gucken wir uns das Ganze an, denn dort haben sie alles in 2 Angriffen legen können. Die Angriffsstrategie, die ihr benutzt, ist natürlich super wichtig und darum stelle ich das Ganze euch einmal vor. Wir haben hier sowohl den Frostzauber als auch den Wutzauber, den ihr hier in Verbindung benutzen könnt. Mit 2 Skelettzaubern. Ich weiß, die wurden extrem stark genervt, aber das ist trotzdem nicht so schlimm, denn wir können weiterhin die Skelette nutzen, um Gebäude abzulenken. Was allerdings deutlich weniger funktioniert, ist, dass wir Gebäude komplett mit dem Skelettzauber alleine rausnehmen. Das wurde wirklich fast verhindert mit dem neuesten Nerf. Deswegen benutzt hier 4 Superdrachen in Kombination mit 3 Skelettfässern. Die Ballons und die RAM müsst ihr dann je nach Base ein bisschen anpassen. Da guckt ihr halt vorher, wann und wo ihr eure Drachen nutzt. Dann würde ich sagen, springen wir auch wieder direkt zum Angriff, damit ihr wisst, wie man jetzt fast jedes Bezirk, ich zeige euch die auch im Verlauf, wo man eben mit den Superdrachen sehr stark arbeiten kann. Wir gucken uns jetzt hier einmal Superdrachen auf Golemsteinbruch an. Und das, was auffällt, ist, dass wirklich auch sehr häufig der Frostzauber miteinander im ersten Angriff genutzt wird. Und dann haben wir hier die Superdrachen. Bei dem Frostzauber ist immer wichtig, dass ihr in die großen Gebäude guckt, dass dort wirklich alles abgedeckt wird. Und dass hier natürlich auch möglichst die Gebäude drumherum, Luftbomben, auch mit erwischt werden. Und ihr seht hier schon, wie einfach die Superdrachen so krass stark sind, dass das überhaupt gar keinen Sinn macht. Nicht nur der Schaden ist dabei relevant, sondern vor allem geht es auch darum, wie viel Damage sie einfach tanken können. Und das ist, glaube ich, etwas, was sie davor nicht so gut konnten.
und jetzt wirklich gar kein Problem mehr mit haben. Das heißt, auch hier haben wir wieder die Frostzauber für die großen Gebäude genutzt und dann haben wir hier das Ganze in Kombination mit den Schweinereitern. Das heißt, hier erstmal der Packer, der das erste große Gebäude rausnimmt und dann haben wir hier die Rocket Ballons für den Zerschmetterer und wollen dann natürlich hier die ganzen Fallen haben, damit hier unsere Hawks nicht so sehr abgeschossen werden. Oben das Ganze jetzt hier auch nochmal mit dem Skelettzauber und auch der letzte X-Bau soll dort fallen. Den letzten Schweinereiter hebt man sich jetzt hier nochmal für den Stun auf, der allerdings nicht ganz perfekt getimed. Trotzdem reicht es hier, um dieses Golem-Steinbruch auf 3 Sterne zu legen. Auch wenn das Ganze hier ziemlich knapp wurde hinten raus. Aber die Hawks laufen jetzt hier nochmal über die komplette Map und schaffen es dann hier, die letzten Gebäude auch rauszubekommen. Und damit hier richtig starker Angriff von Luca. Skelettpark ist für einige auch immer noch ein richtiges Problem, vor allem wenn es darum geht, dass der wieder relativ gut ausgebaut ist. Und auch hier haben wir hier diese kompakten Bases, die einfach wirklich nicht so schön anzugreifen sind, vor allem nicht mit Schweinereitern. Und dort sind einfach die Superdrachen als erster Angriff so unglaublich stark, vor allem mit dem Frostzauber zusammen. Dadurch kann man hier mit den Luftskeletten wunderbar das Ganze tanken. Und dann die Superdrachen möglichst lange überleben. Hier die rasenden Luftabwehren, die werden hier auch rausgenommen. Auch hier tatsächlich das Lakaiennest auch relevant. Auch das macht richtig, richtig viel Schaden an den Superdrachen. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Aber im ersten Angriff will man ja halt nur möglichst weit kommen. Man muss noch nicht die Base komplett zerlegt haben oder in Einzelteile zerlegt haben. Und was vor allem auch wichtig ist, ist, dass diese ersten Angriffe halt eben den zweiten Angriff wunderbar vorbereiten. Und das macht es hier, weil einfach schon fast 40% der Base rausgenommen worden ist. Das heißt, wir können jetzt hier fast mit der gleichen Armee, das heißt, ihr könnt euch das auch hier einmal gucken, 4 Drachen. Manche haben auch schon 5 Drachen vorgestellt, bin ich kein Fan von. 4 Drachen, 3 Skelett, Zauber, Ballons. Und dann müsst ihr gucken, wie viele RAM ihr braucht, damit die Superdrachen ihr nicht zu weit hinten benutzt, sondern dass ihr die dann auch direkt am Anfang mit benutzen könnt. Da müsst ihr immer so ein bisschen aufpassen, das heißt, das kann variieren. Da könnt ihr auch zum Beispiel auch noch den drittes Mal die Ballons mitnehmen, wenn ihr der Meinung seid, hey, ich brauche da nichts anderes. Wir haben hier wieder die Frostzauber und dadurch, dass die Frostzauber jetzt auf 3 Zauberplatz reduziert worden sind, ist dieser Zauber definitiv stark und wir werden auch bestimmt bei der ein oder anderen Base nochmal das Ganze sehen, dass man eben nicht alles aufeinandersetzen kann, da der Frostzauber jetzt eben so stark ist. Ich finde die Änderung auf jeden Fall sehr gut. Es macht auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Spaß, in der Clanstadt das Ganze auszuprobieren. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Lasst natürlich gerne einen Daumen und ein Abo da, damit ihr hier nichts rund um die Clanstadt verpasst.